Ob Cannabis, Kokain oder Heroin, illegale Drogen überschwemmen den Globus. Eine international geführte Studie zeigt, die Qualität der Drogen wird immer besser, die Preise sinken. Politiker aus aller Welt sind sich einig, der Kampf gegen die Drogen ist verloren. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Nun einmal ist. Es wäre schön, an die Augen zu machen, sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Ein abscheuliches Verbrechen hat sich im US-Bundesstaat Florida abgespielt. Zwei nackte Männer liegen schwer verletzt am Boden. Was kurz zuvor passiert ist, klingt wie aus einem schlechten Horrorfilm. In einem Akt des Kannibalismus attackiert der eine Mann den anderen und reißt ihm die Haut vom Gesicht. Na, welche Behinderung haben Sie denn? Rentenfotze.